Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun. Und heute gibt es einen Test zu diesem Solarladegerät. Ja, ich habe das Ganze netterweise von der Firma Blitzwolf zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt mache ich das Ganze einfach mal auf. Ziehe die Carbbeutel, dass das Ganze trocken bleibt. Hier haben wir Anleitung, User Manual. Und hier haben wir 4 Karabiner mitgeliefert. Ja, noch kurz was zu dem Teil. Es ist ein 28 Watt Solarladegerät mit 3,8 Ampere bei 5 Volt. Kann man seine ganz normalen Handys mitladen. Und es gibt bei Amazon zu kaufen, das finde ich gut an Blitzwolf, dass man das jetzt nicht irgendwie bei chinesischen Versandhäusern kaufen muss, sondern einfach bei Amazon regulär schneller Versand, wie man das Ganze kennt. So schaut das aus. Einfach hier eine Tasche aus einem guten, robusten Stoff. 28 Watt Solarcharger. Dann mache ich das Klett mal auf. Und dann kann man das Ganze hier ausklappen. So lang ist das hier. Und in dieser Tasche hier nochmal ein kleines Silikabeutelchen, ein Ladekabel dabei jetzt. Und hier drinne ist die Ladebuchse. Ja, würde ich mal sagen, teste ich das Ganze mal. Und es lädt. Und knapp 1 Ampere fließt jetzt. Ja, von den versprochenen 3 Ampere ist es jetzt nicht, aber es ist nicht ganz klar sonnig und vor allem ist es am Abend. Ja, und leider ist mir gerade aufgefallen im Schnitt, dass die Stelle fehlt, wo ich das Ganze im Sonnenschein getestet hatte und mit meinem Handy so einen Ladestrom von knapp 2 Ampere hatte. Viel mehr kann das auch nicht aufnehmen, also die Stelle fehlt leider, das ist jetzt ein bisschen schade, aber das Wetter ist gerade draußen so bewölkt und vor allem regnerisch, dass ich das jetzt nicht nachmachen werde. Ich hoffe, ihr glaubt mir das einfach. Ja, hier seht ihr jetzt mal ein paar Anwendungsbeispiele. Zum Beispiel einfach vorne auf dem Kanu drauf oder zum Beispiel mal hinten am Rucksack hier drauf. Also ich sag mal, in der Richtung Outdoor gibt es ja ganz viele Sachen, die man da machen kann. An der Stelle als Fazit, also ich kann dieses Produkt wirklich den Leuten empfehlen, die viel Outdoor unterwegs sind. Ob jetzt zum Beispiel beim Wandern, Bootfahren, Zelten und so weiter. Weil irgendwann ist so eine Powerbank ja auch mal leer und dafür ist es eine Top-Alternative und sehr praktisch für diese Leute, vor allem weil es halt auch portabel ist und alles. Ja, aber sonst so, wenn man jetzt, keine Ahnung, einmal im Jahr zelten geht, dann wäre das ein bisschen übertrieben, aber ja, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Falls ja, zeigt mir bitte mal einen Daumen nach oben und dann ciao, bis zum nächsten Mal.